Die Sportlerehrung 2021 in der Münchner Allianz Arena. Der BLSV Sportbezirk Oberbayern ehrt 22 Sportlerinnen und Sportler und eine Sportmannschaft für Spitzenleistungen in einer herausfordernden Corona-Zeit. Deutscher Juniorenmeister im Turnen, Vize-Europameisterin im Jiu-Jitsu, zweifache deutsche Meister auf dem Kunstrad. In der Münchner Allianz Arena haben sich vor kurzem die sportlichsten jungen Menschen Oberbayerns getroffen. Nachdem der Termin aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben werden musste, konnte dort endlich die Sportlerehrung 2021 stattfinden. Ja, es war halt immer wieder schwierig, weil sich die Regeln immer verändert haben und das zählt halt als Gastronomie hier beim FC Bayern und da mussten wir uns halt auch immer anpassen, beziehungsweise München selbst hatte ja dann auch teilweise strengere Regeln, wie es in Bayern galt und das war halt für uns schon eine Herausforderung, weil wir haben dann immer geschrieben, wir machen es dann wieder kurzfristig abgesagt und dann kamen auch immer Rückmeldungen und wir wollten halt doch, dass alle gut mitmachen können bei unserer Veranstaltung. Die oberbayerischen Sportfachverbände konnten im Vorfeld ihre Nachwuchsathletinnen und Athleten nominieren. Die Urkunden wurden von der Bezirksvorsitzenden Claudia Daxenberger gemeinsam mit Josef Mederer, dem Präsidenten des Bezirkstags von Oberbayern, überreicht. Sport heißt ja irgendwo, ist die wichtigste Nebensache der Welt. Ich sage, es ist eine Hauptaufgabe auch, dass wir gerade im Sport lernen, in der Gemeinschaft gemeinsam was zu machen, auch einmal verlieren zu lernen, auch den anderen im Team zu schätzen, den im Team einzubinden. Und darum wollen wir diesen jungen Menschen eine Wertschätzung geben und deshalb zeichnen wir sie aus heute. Um die Athletinnen und Athleten besser kennenzulernen, wurde über jedes Nachwuchstalent und dessen Sportart ein Video gezeigt. Danach durften sie sich ihre wohlverdiente Urkunde abholen und die Fragen des Moderators beantworten. Also ich fand es auf jeden Fall eine große Ehre. Es ist ja schon was Tolles, dass man hier eingeladen wird, weil es sind ja auch nicht so viele, es kommt ja nicht jeder hierher und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung auch, so viele andere Sportarten kennenzulernen. Es war sehr interessant mit den Videos, die auch alle wirklich sehr schön gemacht waren. Also mir Spaß gemacht bis jetzt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich bin so eine Person, ich gucke sehr wenig über den Tellerrand hinaus. Ich bin in meiner kleinen Blase da drin und dann passt es. Aber es ist auf jeden Fall gut, mal andere Sportarten zu sehen, wie die trainieren. Man entdeckt auch Parallelen. Man findet viele Parallelen. Ja, also natürlich eine unglaubliche Ehre. Und ich war auch sehr, wie einige auch schon gesagt haben, ich war sehr überrascht, als ich quasi die E-Mail bekommen habe und habe mich natürlich sehr gefreut oder wir haben uns sehr gefreut. Ein Highlight der Veranstaltung war die Ehrung der U15 Beachvolleyballmannschaft des TSV Grafing. Denn die Auszeichnung eines ganzen Teams war in diesem Jahr eine Neuheit. Das Besondere, die Gewinnermannschaft wurde durch ein Voting bestimmt. Die Urkunde haben die Jungs und ihr Trainer also ihren Fans zu verdanken. Genau, also es gab ein Voting, das war glaube ich über Moodle, hat das stattgefunden. Wir haben einen Link dazu bekommen, haben den an viele Freunde, Verwandte in allen WhatsApp-Gruppen geteilt und verschickt und hatten scheinbar die meisten Fans auf unserer Seite. Deshalb, als dann die Ergebnisse reinkamen, haben sich alle sehr gefreut. Mit vielen Erinnerungsfotos und einem gemeinsamen Essen ging der Abend zu Ende. Der erste Schritt für eine neue Generation an sportlichen Vorbildern wurde somit getan.